möchte versuchen, in der Kürze der Zeit Ihnen etwas zu berichten über das Verhältnis von Smart City und Städtebau und Stadtentwicklung. Und das, was uns dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir als internationale Bauausstellung uns ja die Aufgabe gestellt haben, Zukunftsfragen des gesellschaftlichen Wandels auf ihre städtebaulichen und architektonischen Implikationen zu konzentrieren. Das heißt also, wir diskutieren nicht über Systeme, egal ob analog oder digital. Wir diskutieren auch nicht über gesellschaftliche Veränderungsprozesse, sondern wir möchten die sozusagen als Notwendigkeit hinnehmen und überlegen uns, und da bin ich bei dem Thema der Digitalisierung, was könnte das für Auswirkungen auf unsere Städte haben. Das heißt also, eine internationale Bauausstellung, ich habe überhaupt keine Rezepte, ich habe auch überhaupt keine Sicherheit, was uns das Thema der Digitalisierung im Städtebau bringen wird. Ich habe da nur so Ahnungen. Und wir haben ja heute bei den vielen Vorträgen gesehen, oder Sie haben das gehört, da gibt es, wenn man das aus so einzelnen Elementen herausnimmt, wie jetzt gerade der Vortrag zur Mobilität, da liegt es auf der Hand, dass das Thema der Digitalisierung enorme Veränderungen zur Folge hat. Aber das, was Sie hier im Bild sehen, ist oben rechts ein Bild aus der Stuttgarter IBA, der Weißenhof IBA 1927, wo das Mobile, die Mobilität, das Auto als das Fortschrittssymbol schlechthin genommen wurde. Und was in dem Bild auffällt, ist, dass es eines der wenigen Bilder ist, wo das Auto altmodischer aussieht als die Häuser, die wir dahinter bauen. Also das heißt, das Bauen ist moderner und fortschrittlicher und zukunftsgewandert als diese alte Kiste, die da steht. Es gibt so ein paar Bereiche, die habe ich selbst erlitten. Also ich arbeite inzwischen 40 Jahre in dem Beruf. Und in unserem Berufsfeld hat die Digitalisierung so ungefähr vor 30 Jahren eingesetzt. In dem Moment, in dem wir unsere Zeichenstifte ersetzt haben durch Archicad-Programme und Computerprogramme. Das heißt also, diese ganzen Bilder, die wir hier produzieren, die Sie hier alle sehen, sind selbstverständlich digital erstellte Bilder. Das hat jetzt eine Nebenwirkung gehabt, die ich ganz schrecklich fand. Das war nämlich die, als ich in meinem Beruf anfing, hatte ich nur einen Bleistift, eine Skizzenrolle und ein Diktiergerät. Mit Bleistift und Skizzenrolle machte ich meinen Entwurf. Dann gab ich das in unser Büro in die Abteilung Technische Zeichnung. Und dann habe ich mein Diktiergerät genommen und habe draufgesprochen. Da gab ich das in das Sekretariat, die schrieben den Bericht. Und ich konnte mich auf meine Kernkompetenz konzentrieren. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass ich mich auf meine Kernkompetenz nicht mehr so konzentrieren kann, weil die Ansprüche dieser Programme irgendwie so aufwendig waren, dass man alles selbst machen musste und auch die normalen Arbeiten, die in dem Büro existierten, wurden alle auf eine Person konzentriert. So, das ist eine der, wie ich finde, Dinge, die wir uns bei dem Thema Digitalisierung überlegen müssen. Wie kann dieses Thema tatsächlich dazu beitragen, dass wir viele Menschen in Lohn und Brot setzen? Und wie kann dieses Thema nicht dazu beitragen, dass wir die Menschen außer Lohn und Brot setzen und das auf so ein paar Spezialisten belassen? Also so Skizzen, die kann man jetzt innerhalb von 10 Minuten machen. Das ist die große gesellschaftliche Herausforderung dabei. Also das heißt, wir sind in unserem Beruf seit zig Jahren damit beschäftigt und wir merken, dass das nicht nur Erleichterungen gebracht hat, sondern auch das ein oder andere Problem. Ich finde, dass das Zusammendenken von Smart Technology, das sehen Sie jetzt mal hier in diesen Bildern, und durchaus regional verbundenem traditionellem Handwerk, das macht das Kulturelle im Bauen aus. Und in diesem Themenspektrum hat die Digitalisierung eine hoffentlich erleichternde Arbeit, aber nicht eine, die das andere auseinandersetzt. Also wenn das Thema der Digitalisierung im Bauen dazu führt, dass in ganz Deutschland alle Häuser gleich aussehen, dann kann ich als Architekt mit dem Thema Digitalisierung nicht so viel anfangen. Also wenn es um die Optimierung von Normen geht und Vereinheitlichung, brauche ich das nicht. Das heißt, wir müssen das Thema so hoch ansetzen, dass wir es wie früher unser Handwerkzeug, nämlich den Stift,
benutzen können. Und da sind wir noch so ein bisschen weit weg davon. Und da müssen wir, glaube ich, auch dran gehen. Wir erforschen das gerade im Rahmen des PHV, dieser ehemaligen US-Wohnsiedlung. Die sollen nichts weniger werden als die Blaupause für die Wissensstadt von morgen. Selbstverständlich werden hierzu die Potenziale der Digitalisierung ein substanzieller Bestandteil unserer Arbeit sein. Wie das aussehen kann und wie wir das selbst erleben, zeige ich Ihnen hier. Also das sind alles digitalisiert erstellte Pläne, das können Sie ja sehen. So, das ist also so ein Plan von der Metropolregion, wie wir den machen würden. Also das ist nicht einfach so ein Schwarzplan, wo die ganzen Bilder drauf sind, sondern wir animieren das so ein bisschen und lassen das ein bisschen perspektivisch sein. Das ist alles kinderleicht, hat einen großen Effekt, bringt aber in der Wirklichkeit nur den Nutzen, dass man hier eine räumliche Darstellung von der Metropolregion hat und nicht einfach diese Schwarz-Weiß-Pläne, diese normalen Karten. So. Wenn man das aber als Konzept einer Idee für das PHV in der Metropolregion nehmen würde, dann wäre das vollkommen am Ziel vorbeigeschossen. Also ich zeige Ihnen das deswegen, weil ich sage, die Digitalisierung ist für mich das Handwerkszeug, was alle, die heute hier mitschreiben, in ihrem Stift benutzen. Und wenn sie ein Selbstzweck wird, wird sie möglicherweise zu einem Problem. Und das müssen wir in Heidelberg schaffen. Und das kann auch Heidelberg schaffen, dass wir uns nämlich nicht auf diesen Zug aufsetzen, dass wir diese rein technologieorientierte Betrachtung uns anschauen, sondern dass wir, und wir reden nicht von Smart City, wir reden ganz bewusst von Sensible City. Sensible City bringt Technologie und Sensitive, also Wahrnehmung, das ist ja unser Job als Architekten und Städtebauer, eigentlich wollen wir Räume schaffen, in denen sich Menschen wohlfühlen, dass wir diese beiden Elemente zusammen bekommen. Wir haben dazu ein relativ aufwendiges Verfahren überlegt. Also ich habe das ja jetzt schon gesagt, das PHV soll die Modellstadt also die Wissensstadt von morgen werden, in dem Digitalisierung eine große Rolle spielt. Und dazu haben wir uns natürlich fachlich versierter Teams bedient. Und haben das Thema der Digitalisierung, und alle Pläne, die ich Ihnen hier zeige, sind alle digitalisiert, haben uns die Digitalisierung so bedient, wie wir uns früher auch unserer Werkzeuge bedient haben. Wir haben über verschiedene Themen gearbeitet, was zu diesem Thema gehört. Und da ist eines unter vielen, was Sie hier in diesen kleinen Anreitern sehen, an der Seite, das der Digitalisierung. Eines unter vielen. So, wenn wir das Thema Smart City als einen Prozess sehen, der uns Erleichterung bringt durch die Digitalisierung und am Ende auch noch atmosphärische, vitale Stadträume, dann wäre das ein gutes Ergebnis. So, jetzt schauen Sie sich mal an, was hier produziert wird. Das ist so eine Vision für das PHV. Sie kennen das alles. Das ist ein, was da drin steht, heißt, wir wollen da einen Stadtteil entwickeln, der durch eine markante und außergewöhnliche Architektur ein Alleinstellungsmerkmal nicht nur in der Metropolregion Rhein-Neckar hat, sondern darüber hinaus ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland. Wir wollen Heidelberg als Knowledge Pearl so weit mit diesem Standort ausbauen, dass wir im internationalen Kontext Personen, Akteure, innovative Unternehmen, offene, für die Zukunft gerichtete Wissenschaftler für so einen Standort gewinnen können. Wir haben aber auch so normale Pläne, die kennen Sie wahrscheinlich eher so von den Stadtplanern. Das sind die, die immer nichts sagen und alles beinhalten. Wo wir sagen, in dem Ding, das ist auch wieder so eine digitalisierte Geschichte da an der Seite, wo wir sagen, wir wollen im PHV an bestimmten Orten Zentren schaffen, wir wollen da aber auch einen vitalen Stadtteil entwickeln, der eine bestimmte Größe von Bevölkerung hat. Also Sie merken, wir benutzen die Digitalisierung momentan in all diesen Bereichen als Handwerkszeug. Und das ist auch gut so. Und das muss auch noch viel besser werden, als wir das machen. Das muss auch ein Stück weit selbstverständlich werden. In dieser Skizze sehen Sie, wenn wir uns über diese Stadt von morgen Gedanken machen, hat das auch was damit zu tun, wie wir dieses Thema, also ich sage mal 25, 30 Jahre alte Thema
die ökologische Stadt oder ökologisches Bauen. Das war in meiner, und ich habe 1973 mit meinem Studium angefangen, 1975 Grundlagen, das ökologische Bauen. Also wir machen das seit 40 Jahren, lernen wir das, wundern uns dann am Ende immer, dass es dann doch nicht so wird, wie man sich das vorstellt am Ende. Also ich habe, also glauben Sie mir, vor 40 Jahren haben wir Lehmhäuser gebaut, weil das ein guter Baustoff ist. So, es muss ja um mehr gehen. Und das, was wir hier dabei haben, ist, wir müssen es schaffen, dass wir die ökologischen Komponenten des Bauens und der Stadtentwicklung mit in den Stadtentwicklungsprozess einbinden. Das heißt also, wie können wir die Themen Klima, Ernährung, Wasser, Abwasser, Zuwasser, wie können wir die Themen für das Bild unserer Städte optimal nutzen? Das ist die Herausforderung und da können uns natürlich digitalisierte Methoden, Rechenmethoden, alles Mögliche dabei helfen, Abflussmengen und sowas zu berechnen, wenn es uns dann am Ende gelingt, dass ein Regenwasserrückhaltebecken, wenn es nicht so stark regnet, auch als Fußballplatz genutzt werden kann und wir nicht immer diese technischen Infrastrukturen überall stehen haben. Oder dass wir abgegrenzte Räume haben, die nur noch für bestimmte Lebewesen vorbehalten ist oder sowas. Wir müssen viel mehr alles wieder zusammendenken, ein Stück weit, und dabei aber dennoch diesen Anspruch an einer nachhaltigen Stadt, die also weit über unsere Generation hinaus wirkt, Energie produziert. Wir bauen da Häuser, die Energie produzieren. Wir machen da essbare Häuser hin, dass an den Fassaden Äpfel wachsen und alles Mögliche. Also, dass wir das Gefühl haben, dass wir das, was wir, das ist das Sensitive, das Sensible, dass das, was so eine atmosphärische Stadt vielleicht interessant macht, dass wir das dort auch wieder schaffen. So, jetzt komme ich zu dem Thema, da hatten Sie ja auch drüber gesprochen, Mobilität. Die digitale Stadt der Zukunft soll unser Stadtmodell sein. Was heißt digitale Stadt der Zukunft? Es liegt auf der Hand, dass diese Mobilitätsüberlegungen, hier ein Bild von der Fraunhofer-Gesellschaft, die in unserem Prozess hier auch involviert ist, über ihre Morgenstadt, also diese unglaublich coolen, schnellen Beförderungssysteme, die durch so eine Stadt gehen und gucken Sie sich mal so eine Stadt an, das sieht doch aus wie bei Batman da, also irgendwie diese Horrorstädte, die da, wo die in Comics drin sind und die werden bei uns verkauft als eine Innovation. Da ist doch nichts Atmosphärisches drin. Also wir müssen überlegen, wie können wir diese Systeme beherrschbar machen, und meine Überzeugung ist, dass das über die rein technologisch oder technisch orientierte Betrachtung dieses Themas weit hinausgeht. Wir dürfen nicht wieder den Fehler machen, den wir in der Vergangenheit gemacht haben, das ist nämlich nicht Stadt und das ist auch nicht die Stadt im Digitalen, dass wir in der Optimierung einzelner Systeme denken, Verbesserung der Mobilität, Verbesserung dessen und dessen und dessen, sondern wir müssen eine Stadt als Gesamtheit denken und das hat ja sehr, sehr viel auch mit den Menschen zu tun. Und deswegen sprechen wir als ganz besondere Herausforderung bei dem Digitalen, im Städtebaulichen, von dem Ineinandergreifen des technisch Möglichen mit dem sinnlich-atmosphärischen. Deswegen nochmal sagen wir, dass wir eine Unterrubrik der Smart City, und wir fänden das auch gut, wenn wir das in Heidelberg machen könnten, bilden, die eben nicht smart, sondern sensible heißt. Und diese Sensible City verbindet eben das Technische mit dem Sensitiven. Dieses Bild ist extrem spannend für das Thema der Stadt der Zukunft. Sie sehen hier im linken Bild das, was was die Verhandlungsgrundlage für den Emmersgrund und für den Boxberg waren. Nämlich die Charta von Athen mit der Funktionstrennung und so weiter. Im mittleren Bild, 1960, also auch schon ein paar Jahre her, mussten wir auch lesen, erste Semester durchgehauen, wie kriegen wir die durchmischte europäische Stadt wieder hin. Wir reden heute immer noch über dieses gleiche Thema, 50 Jahre später, und kommen nicht so richtig an die Wurzeln, was diese Durchmischung ist. Wir kommen nicht wirklich an die Ursachen und wir kriegen sie nicht wirklich mehr hin. Wir haben das in Berlin in der internationalen Bauausstellung 84, 87 probiert. Da gab es die kritische Rekonstruktion der europäischen Stadt. Da
gelingt das so ein bisschen in Ansätzen, aber nicht so. Und die Chancen, die ich in der Digitalisierung sehe, ist dieses rechte Bild. Das ist nämlich dieses Thema der Overlapping Functions. Also wir müssen weg davon kommen, und das kann in der Digitalisierung, sehe ich da eine Möglichkeit. Bei den Verkehrssystemen hatten wir eben drüber gesprochen. Natürlich glaube ich, dass der ÖPNV sich schlagartig verbessert. Also in London oder auch woanders, da haben sie diese Oyster-Card, da haben sie ein Ding, eine Karte, stecken überall rein, fahren irgendwie rum. Wenn ich in Berlin, da bin ich auch ab und zu mal eine Karte für ein ÖPNV ziehe, muss ich, weiß ich, 30 Sekunden warten, bis das Ding raus ist, meine U-Bahn weg. Also es ist unkomfortabel. Ich glaube, dass im Rahmen dieser Digitalisierung da unglaubliche Optimierungs- und Verbesserungspotenziale liegen. Das hat aber auch ganz viel mit einem in unseren Köpfen vorhandenen gesellschaftlichen Wandel zu tun. Weg von der reinen reinen Konsumgesellschaft hin zu, und das liegt ja in diesen Digitalisierungsoptionen im Bereich der Mobilität drin, zu einer Sharing Economy. In dem Moment, wo ich mein Auto share, bin ich ja mein Auto teile, also Carsharing mache, so heißt es neudeutsch, teile ich ja mein Auto mit anderen. Also das heißt, das hat aber einen Bewusstseinswandel bei uns zur Folge, den ich begrüßen würde, dass wir diese Kisten nicht mehr als Statussymbole benutzen. So. Das geht viel, viel weiter, und das machen wir. Also gemeinsame Interessen teilen in der Gesellschaft mehrfach genutzte Räume. Das kriege ich natürlich durch Digitalisierung locker hin. Das ist ja bei Airbnb auch schon so. Wir müssen uns aber der gesellschaftlichen Konsequenzen bewusst sein. Also das, was Sie hier sehen, ist, dass wir viele Möglichkeiten haben, durch die Digitalisierung unser Leben zu verbessern. Es muss aber um den Preis gemacht werden, dass unsere Städte schöner werden, atmosphärischer, vitaler und sich das Leben aller da auch verbessert. Und es darf eine nicht einseitig orientierte technische Betrachtung sein, wenn man sowas Ganzheitliches wie Stadt sieht. Selbstverständlich werden wir irgendwann von diesen eher statischen Systemen, also wir hörten es ja von dem Kollegen aus dem Verkehrsmanagement hier auch, zu dieser interaktiven Geschichte werden, dass wir über Apps Autos anfordern, Busse anfordern. Das ist alles wunderbar. Das ist alles wunderbar und wird enorme, enorme Potenziale haben. Aber, jetzt kommt der Punkt, aber wir müssen immer darauf auch achten, dass das etwas ist, das brauche ich jetzt hier gar nicht weiter einzugehen, dass das immer etwas ist, was für alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen nutzbar ist und am Ende einen positiven Effekt für unsere Stadt hat. Das Thema Sharing bringt schon zum Ausdruck, dass wir so, wie wir heute denken, und jetzt komme ich wieder an dieses PHV-Thema drin, dass wir weniger Flächen für mehr Menschen an einem Ort brauchen. Sowohl im Bereich der Mobilität, möglicherweise im Bereich des Wohnens, also unsere, weiß nicht, wie das bei Ihren Kindern ist, aber meine sind in der Weltgeschichte unterwegs und die wohnen mal da und mal da und die arbeiten überall. Das sind ja auch enorme Erleichterungen. Das war bei uns anders. Dieses Sharing wird dazu führen, dass wir Räume uns in unseren Städten schaffen, die in einer ganz anderen Art und Weise nutzbar sind, als das heute der Fall ist. Patrick Henry Commune, das ist diese Vision, die Carlo Ratti dazu gezeichnet hat, als Modellstadt für eine vernetzte, digitalisierte Stadt mit außerordentlich hohen Lebensbedingungen. Daran arbeiten wir, und wir arbeiten auch an so normalen Sachen wie das, was Sie jetzt hier sehen, beispielsweise als ein Beteiligungstool, jetzt von uns mit auf den Weg gebracht. Das heißt, 20.000 Blocks auf der Basis von Minecraft entwerfen hier so Jugendliche, die da mit dem Computer sind, ihre, da hinten sehen Sie Heidelberg, Schloss und all sowas, ihr Bild für diese Stadt der Zukunft. Also, wir müssen gucken, dass das beherrschbar ist, dass es uns Nutzen für die Stadt bringt, dass wir das Technologische mit dem Atmosphärischen gleichrangig denken. Die Zeitungen haben dieses Thema bereits aufgegriffen. Sie sehen hier Proklamation der Stadt von morgen, vor 2 oder 3 Wochen in der Frankfurter drin, die Heidelberg proklamiert als die Stadt, die diesen mutigen Schritt geht. Aber es ist weit mehr als technische Innovation. Vielen Dank.
Ja, danke, Professor Braun. Gibt es Wortmeldungen? Ja, Lutz Hager, mein Name. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken. Das war ein unheimlich toller Vortrag, weil Sie die Stadt zurückgeholt haben in dieses Themenfeld digitale Stadt, das man in der Tat von der Stadt begreifen sollte. Und Sie haben auch auf den inhärenten Widerspruch aufmerksam gemacht. Das Digitale ist ja gerade nicht an eine Stadt gebunden, es ist ja gerade das Entgrenzte. Wir reden davon, wie wir Städte menschlicher machen, auf ein menschliches Maß bringen. Und das Digitale steht für die Ultratechnik von morgen sozusagen. Deswegen ganz wichtig, dass wir die digitale Stadt und nicht digitale Stadt machen. Bei den vielen Anregungen, die Sie gegeben haben, mich würde doch noch interessieren, gerade bei den Functional Overlapping Dingern, die wir dort gestalten wollen. Was sind denn konkrete Enabler? Wo können wir denn Technik zum Beispiel nehmen, um Menschen im Alltag zu connecten, um Räume vielfach benutzbar zu machen? Wo können Gadgets, die Sie schon sehen, Anwendungsmöglichkeiten, die Sie vor Augen haben, was könnten wir nach Heidelberg holen? Ja, ich finde, den einen Ansatz, der hier vom Verkehrsmanagement gezeigt wurde, ist der Mobilität des öffentlichen Personennahverkehrs und der Sharing Mobility. Das ist ein konkreter Ansatz, der kommen kann. Da bin ich überzeugt davon, dass wir da über eine Schwelle hinausgehen müssen, die im Bereich des Komforts den öffentlichen Personennahverkehr noch deutlicher attraktiver macht, als das heute der Fall ist. Das ist ein ganz, ganz konkreter Ansatz und ich glaube, das funktioniert auch wunderbar. Ich will jetzt nicht das überholen, was mein Kollege da gemacht hat, bei dieser autonomen Mobilität. Da bin ich so ein bisschen vorsichtig. Also wenn das dazu führt, dass wir in unseren Städten auch nur für eine Übergangsphase von 5 oder 6 Jahren extra Spuren für autonome Autos einrichten, um den Preis, dass wir dann, weiß ich nicht, ob ich das so wahnsinnig begrüßen würde, würde aber möglicherweise dazu führen, weil es da ja noch viele Fragen gibt. Zweiter Punkt, wo ich mir das vorstellen kann, ist zum Beispiel bei den Arbeitsplätzen. Also die Arbeitsfläche der Zukunft bei uns im IBA-Büro ist das Usus. Ist ganz normal, dass die Kollegen und Kolleginnen Homeoffice machen. Und wir in dem Homeoffice über Skype und alles mit den Leuten immer verbunden sind. Also da ist nicht einer dabei, der dann ja irgendwie lau zu Hause arbeitet und dann auf einmal nicht mehr arbeitet, sondern dass wir das verteilen. So, das führt dazu, dass wir weniger Arbeitsplätze brauchen. Also wir haben das aus der Not geboren, weil wir mehr Leute sind, als wir Arbeitsplätze haben und deswegen teilen wir uns das so ein bisschen auf. Da wird es also enorme Auswirkungen haben. Und ich glaube, es wird auch Auswirkungen haben auf den Bereich des Wohnens selbst. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in 20, 30 oder 40 Jahren es ist doch so schön, wenn man im Ruhestand ist und eine Wohnung da und da und da hat. Und die muss ich mir jetzt nicht überall kaufen, sondern einer kauft die da, der andere da und der dritte da. Und dann habe ich eine Wohnung in Heidelberg, eine in Wiesloch und eine in Darmstadt und je nachdem, wie es mir geht, kann ich in die Wohnung reingehen, wenn sie frei ist. Also ich glaube, in diesem, da sind unheimlich viele Potenziale drin. Ich glaube auch, es sind Potenziale drin bei der Optimierung von Bauabläufen. Da sind auch Potenziale drin. Nur, jetzt kommt das Aber, muss ich darauf achten, Bauen ist eine auch kulturelle Leistung. Und wenn Bauen eine kulturelle Leistung ist, muss ich auch dafür Sorge tragen, dass ich das, was früher relativ üblich war, zumindest ein Stück weit wieder stärker in unser Bewusstsein kommt. Ich möchte, dass wir auch diese Einspargewinne, die wir aufgrund der Digitalisierung von Bauprozessen, diesen Optimierung, dass wir die in Materialität reinsetzen und dann möglicherweise wieder ein Stück weit regionaler bauen können und das bei uns in Heide oben in Schleswig-Holstein ein bisschen anders aussieht als in Kempten im Allgäu. Also da stecken, aber wenn ich 30% reduzieren kann aufgrund der Optimierung der Prozesse, das glaube ich steckt technisch in diesen Dingern drin, muss ich aber als Gesellschaft bereit sein, die 30% in Sachen zu investieren, die atmosphärisch, das war, also Sie sehen, es gibt unsäglich viele Ansatzpunkte.
Wenn ich Sie eingangs richtig verstanden habe, haben Sie ja einer Gesamtkonzeption das Wort geredet und jetzt nicht so sehr in Teiloptimierung. Es ist ja so, die Zeit, in der wir leben, ist hochdynamisch und es stehen wirklich dramatische Umwälzungen in der Gesellschaft an. Beißt sich da nicht die Katze in den Schwanz, wenn jetzt der Anspruch ist, wie Sie auch formuliert haben, Lösungen anzubieten, die über Generationen hinweg Bestand haben? Mal als Beispiel, vor einiger Zeit war ich in Peking in einem Hochhaus, habe mich dort über den schlechten Wärmeschutz mokiert und die Antwort war, es wird sowieso in 10 Jahren alles wieder abgerissen. Ist nicht dieser langfristige Ansatz zu sagen, wir kreieren jetzt die optimale Lösung und die soll dann 100 Jahre halten, blockiert das nicht eine Lösung, die dann in 50 Jahren schon überholt ist und wird dann nicht Energie in einer Lösung gesteckt, von der man vorher schon weiß, dass die Zukunft nicht nur unzureichend abgebildet sein kann, weil sie einfach unbekannt ist? Also ich glaube, es gab in der Vergangenheit gute Lösungen, die sich über 100 Jahre hinweg bewährt haben. So. Also ich habe 40 Jahre in Berlin gewohnt, da habe ich, jetzt kommt dieses blöde Argument, habe ich natürlich in einem Altbau gewohnt, der 1901 gebaut wurde. Und der Grundriss war vollkommen verändert, weil es ein offener Grundriss war und da gab es auch keine Küche, Kinderzimmer oder sowas. Also das heißt, es gibt Typologien, die sind sehr robust auch Veränderungen gegenüber. Und ich habe ein großes Problem damit, das ist vielleicht altersgeschuldet, ich habe ein großes Problem von diesen Ready-Off-Dingern. Ich habe kein Problem damit, dass man sagt, ich kann bestimmte Sachen auch mal temporär für 10 Jahre oder 20 Jahre machen, aber ich kann eine Stadt nicht temporär für 10 oder 20 Jahre bauen. Eine Stadt lebt, auch unsere europäische Stadt lebt von ihrer kontinuierlichen Veränderung. Und warum ist Heidelberg so beliebt? Das ist doch beliebt wegen der Lage am Neckar, der historischen Altstadt und der Universität. Und da sind so viele auch Dinge, die diese Qualität.